Let's play Minecraft gediegen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da. Es hat lange genug gedauert. Es ist ein famoses Späßchen. Wir haben uns ganz viele Dinge angeguckt. Und wir sind einer mehr. Ich habe jetzt ja meinen neuen Skin. Wie verschämt er guckt! Den die Ninja mir gemacht hat. Wenn ich das mal kurz absetze, dann sieht man, diese Figur hat genauso viele Haare wie ich, nämlich keine. Und trägt ein Karo-Hemd, wie ich das regelmäßig trage, und eine Blue Jeans. Aber das, ich habe mir jetzt schon aus dem Eisen, was wir noch hatten, wieder eine neue Rüstung gekrintet. So, ich bin aber nicht alleine. Der Stinke Emil ist auch wieder mit dabei. Wo ist er? Da, Inkisch Emil. Hallo. Und der großartige CPK. Hallo, ich bin's. In dieser Form, also in diesem Modus als Marcel, den ihr aus der allerersten Folge Minecraft tatsächlich kennt. Und aus den allseits beliebten Terraria-Folgen, die, glaube ich, niemand geguckt hat, außer uns. Niemand, die hat null Views, null. Ja, da muss man aber auch dazu sagen, da bin ich mittendrin eingestiegen. Ohne Erklärung bin ich da mittendrin eingestiegen und die Folgen sind auch immer eine Stunde lang. Ja, das ist das Level. Da war meine YouTube-Expertise noch so mittel. Oh, TPI hat es auch geschafft. Hallo, TPI. So, wir machen aber hier weiter mit Minecraft gediegen. Wir sind jetzt halt zu dritt. Wir haben, ist ja auch erst halb elf. Wir sind Full Iron, Leute. TPI fragt, ob wir die Rätselinsel gefunden haben. Ja, wir haben uns aber noch nicht hochgetraut. Ja, genau. Man hat uns hier auch ganz viele Geschenke gemacht. Enrom und Ninja haben hier Sachen gemacht. Und der Server ist mittlerweile übrigens auch umgezogen. Wenn ihr die Serveradresse haben wollt, könnt ihr einfach ins Discord gehen. Das poste ich. Ich habe Videos immer gemacht. Poste ich euch unten in die Beschreibung. In die Kommis. Oder schreibt mir in die Kommis, wenn ihr rein wollt. Schreibt echt. In die Kommis, ey. Ja, genau. Das ist doch zu viele Sinn im Werk. Und lass mir einen Daumen ins Oben drinne. Steckt mir einen Daumen rein. Nee, einen Daumen, ey. Genau. Lasst mir einen Daumen. Nee, was ist. Es gibt auf jeden Fall auch so einen. So einen lasst mir einen Thumbs up, ey. Ja, so. Was, aber wir machen jetzt. Was steht denn hier drauf auf dem Schild? Hier, könntest du mal vorlesen, was auf diesem Schild hier drauf steht? Aber... Kannst du es nicht lesen? Nee. Wie vielen? Endrom und Ninja. Also aber steht da Ninja tatsächlich? Ja, ja. Also, ach so, das ist ja interessant. Das ist eine der größeren Enzyklika-Fragen dieses Servers. Wie spricht man das aus? Ja. Humle! Humle! So, Kinder, wir müssen. Was brauchen wir denn? Was ist denn jetzt der nächste Step? Wir haben da alles. Also, ich habe jetzt noch Full Iron. Also, meine Idee war, ich wollte daneben an ein größeres Feld machen. Wir wollen auch den Stollen tiefer in den Berg hauen. Und wir haben bisher wirklich eine bekackte Hütte, die aus rohem Stein besteht. Und. Also, wir können zum Beispiel, wir könnten uns mehr Lava holen, um nein. um den Stein wieder ich wittere die Richtung. Ich finde die, wenn du, ich nenne es jetzt mal gekochten Stein hast, weil du musst den halt erhitzen, dann sieht er danach wieder so aus, wie wenn du ihn geklopft hast. Daraus kannst du diesen Mauerstein machen. Geklopft? Was ja, wenn du, wenn ich jetzt mit der Spitzhacke hingehe, ne, und ich haue den Stein ab, dann hast du halt Bruchstein. Der sieht anders aus wie der vorherige. Und danach gibt es halt Mauerstein. Und aus Mauerstein Sachen bauen finde ich viel cooler. Okay. Oder wir können auch Ziegel brennen oder irgendeinen Quatsch machen. Ne? Aber ja. Architektonisch, was leisten? DPI hat hier eine Rätselinsel gebaut. Damit gehen wir später auch irgendwann mal hin. Ich muss meinen Turm noch zu Ende bauen. Und ich habe das Gefühl, man hat uns hier einfach eine Kuh oder ein Schaf untergejubelt. Alter, du kommst auch vom Land. Irgendwas stimmt da mit ihm nicht. Guck mal, das sieht irgendwie komisch aus. Die Farbe passt nicht so hundertprozentig. Wenn ihr euch wundert übrigens, ich habe jetzt... Eine kurze Giraffe. Das ist Vanilla Minecraft optisch. Das ist... hier ist jetzt kein Shader drauf, hier ist kein Texture Pack drauf. Das ist übrigens genau wie was habe ich gesagt? Wie heißt das? Die Bundesliga? Wie heißt das? Bundeslade. GSL, GSI, GS... MLG, MLG, Mann. MLG, genau. Was Jugendliche auch total gerne sagen. Wow, was ist jetzt passiert? Danke, Emil. Entschuldigung, mein Lautsprecher ist rausgeflogen. Ich habe ihn reingesteckt. Nicht schlimm. Ich dachte nicht, dass das alles kaputt macht. Nee, ist minimiert. Kurz. So, alles gut. Hörst du noch was? Eins, zwei, ich höre nichts gerade. Ja, dann musst du jetzt durch. Doch, ein leises Man. Fuck. Okay. Leises Man und Schman wieder. Emil ist gemäht und geschmäht. Was Jugendliche auch total gerne sagen, ist Texture Pack. Und dann sagst du, was? Ja, Texture Pack. Was? Texture Pack. Texture. Okay, was macht das? Ja, das macht, dass Minecraft besser aussieht. Ich so, und wie heißt das Wort? Ja, Texture Pack. Wieso ziehst du diese armen Kinder denn auch auf? Ey, du weißt, dass sie nicht richtig aussprechen. Nein, mir geht es einfach darum, dass sie nicht wissen, was es ist. Also sie müssen doch mal die Wortherkunft kennen.
dass es sich um eine Textur handelt. Unsere Tiere flüchten alle. Das ist halt von Natascha. Hallo, warum flüchten alle Tiere? Ja. Wer hat da den Block abgebaut? Ich nicht. Alle Tiere, sie brechen aus. Die komische Kuh bricht aus. Pack erstmal den Block wieder rein. Welcher Block? Oh, soll ich sie alle töten? Nein. Das war viel Arbeit. Die ich frag doch nur. Das ist lieb von dir. Weg, runter. Runter. So, und jetzt du auch noch. Schuh. Was ist denn mit euch los? Sind das unsere? Das sind Bergkühe. Also die habe ich noch nicht in unserem Stall gesehen und ich kann die alle auseinanderhalten. Das ist Arabella. Aber was muss ich denn nochmal in die... Genau, Arabella. Arabella ist das. Hatte die nicht mal eine Talkshow? Rein! Aber wie heißt nochmal die... Es gibt den Kuh-Charakter bei in Entenhausen. Das ist eine gute Freundin von Goofy. Heißt die nicht auch Arabella? Das ist Arabella. Ja, so. Aber Goofy ist tatsächlich das gar die deutscheste Aussprache, die, man jemals, die ich jemals für Goofy gehört habe. Und Huma. Huma Simpson und Goofy. Rein damit hier, du Ratte. So, dankeschön. So, und du... Oh, du bist so süß. Jetzt geh doch mal rein. Ja, husch, husch. So. Komm, ich helfe mal kurz. Da oben ist noch eine. Siehst du die nicht? Ist das unten? Die Schafe sind draußen. Jemand hat die Tür offen gelassen. Du hast auf jeden Fall die... Was denn, hast du die Tür vom Gatter aufgemacht, um darüber zu kommen? Das kann nicht sein. Das ist unwahrscheinlich, Emil. Alle unsere Schafe sind ausgebrochen. Hast du vielleicht auch vorher einen Block abgebaut, um da hochzukommen? Nein! Warum sind hier so viele Wölfe? Was ist hier los? Was ist mit denen? Die sind aber bei mir jetzt gerade despawned. Ja, bei mir auch. Warum nicht? Bei mir auch. Die heißt übrigens Clarabella. Oh, Clarabella. Jetzt sind hier überall Wölfe. Was ist denn mit denen los? Die laufen alle hinter dem... Ninja sitzt wieder unsichtbar auf ihrem Todespferd. Und prankt unsere Folge. Wie viele Schläge halten die aus mit so einer Hühnchenkeule? Wir können die mit Weizen locken, hat die BI gerade geschrieben. Oh ja. Weizen. Ja, ich hab doch Weizen angebaut. Ich gehe Weizen holen. Yes, wir haben auch noch welchen in der Gute Voraussicht. Überall fucking Wölfe. Überall fucking Wölfe. Hier, komm. Also. Komm, Stinky, komm. Komm. Also ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt für diese Folge. Ich möchte diesen Turm wieder abbauen. No. Doch, ich fang schon mal an. No. Mega sad. Oh, komm, Schafe, komm. Komm, du Schaf. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, fein, komm. Dieses Schaf sieht auch komisch aus. Unter dir kommen alle Kühe. Oh no! Guck mal! Das ist ein Piranha-Becken. Was hast du da reingeworfen? Nix, die wollen jetzt an den Lurch. Was für ein Lurch? An den Weizenlurch hier. Achso. Wo sind denn die? Komm hier! Weizenkeule, Weizenlurch. Komm. Boah, du erntest aber auch rabiat, ne, Emil? Komm! Klar. Ja, komm, ihr kleinen Schweinchen. Oh! Ja. Yay! Xilli, du wildes Biest! Oh nein! Ich muss weg! Oh nein, Xilli hat 10 Euro gespendet! Das heißt. Und sie hat gesagt, sorry, Franz, das heißt, jetzt kommt ein marodierendes Ninja und will mich umbringen. Ah! Und Riker auch noch! Dich. Oh nein! Ich beschütze dich, ich bin Full Iron, Franz. Danke! Aber das Problem ist, die sehen den Stream, sie wissen ja, wo ich bin. Für die Menschen. Entschuldigung, es ist ja eigentlich gediegen, aber Ninja hat geschworen. Komm, wir gehen in die Höhle, in der man sich verläuft. Wenn du nicht weißt, wo du bist, wenn jemand mehr als 5 Euro spendet und jetzt haben die Schweinekinder das gemacht. Wenn du nicht weißt, wo du bist, dann kann sie auch nicht wissen, wo du bist. Also ich beschwere mich natürlich nicht, wenn Leute mehr Geld spenden. Also trotzdem danke. Sehr, sehr geil von euch. Hier sind überall Hunde. Aber ich habe trotzdem Angst, dass gleich ein unsichtbarer Ninja. Ich habe nicht mal Fackeln. Hat jemand Fackeln? Ich habe nur Weizen. Sie kommt die Treppe runter, ich bin hinter ihr. Sie kommt die Treppe runter. Also, überall die Hunde. Ich werfe ihr Dreck in den Weg. Sie schießt schon Dinge. Nein. Geh da oben den Gang lang. Einfach den Gang rein oder rein. Nein, ich sitze mit Wasser in der Höhle und habe einfach nur Angst. Los, Franz, du musst nach vorne bauen. Ich mach nach unten hinten zu. Bau nach vorne, ich mach nach hinten zu. Nein, da ist sie. Das ist das Monstertier. Ah. Geh weg. Ich hau dich mit der Keule. Ich hab mich selber eingebaut, egal. Naja. Ah! So, jetzt. Aha! MG. Oh, nice! Du musst hier oben lang! Guck mal, wir hätten hier oben. Hier ist der Gang. Nein, lass mich! Lass mich doch! Nein. Bin ich zu dir durchgekommen? Ich wurde von Hunden aufgehalten. Ah. Deine Wölfe verbrennen! Nein!
Au! Was au, was hab ich denn damit zu tun? Sie hat den Knochenbrecher benutzt. Ja! Ah! Ich, Wenn das eure Definition von gediegenem Minecraft ist, ja? Das weiß ich auch nicht. So. Wurde gerade getötet, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe genug Jugendlichen zugeguckt, wie sie Minecraft spielen. Habt ihr gesehen, wie pro ich gerade Hühnchen weggenascht habe? Töte Ninja und du kriegst weitere 5. Ja, was soll ich machen, ey? Ich habe so einen kleinen Stock mit Gelöt dran. So, warte mal. Wir haben ja ein bisschen Delay. Ich lege mich jetzt auf die Lauer. Ich habe versucht, dich zu verteidigen. Daraufhin sind ganz viele Hunde auf mich losgegangen. Hat Ninja euch jetzt alle umgebracht, nur mich nicht? Nee, ich wurde nicht umgebracht. Ich hab mich eingemauert. Marcel auch, ey. Ihr seid wirklich meine liebsten Freunde. Was soll ich denn machen? Da sind überall Hunde. Also ich bin in der Höhle, du weißt schon wo. Du bist doch Full Iron, Alter. Da habe ich wieder eine Begrifflichkeit geprägt. Ich dachte, das sagt man so. Auf jeden Fall. 10 Minuten Full Iron. Ja, aber nach 10 Minuten halt. Hallo, Pyro-Bro. Ja, ich habe ein bisschen... Ach, sie weiß ja, wo ich bin. Wo ist sie denn? Die macht sich bestimmt unsichtbar oder so eine Späße. Das ist übrigens dieses... Mein Hearthstone heißt es Snipen. Genau, das haben übrigens auch in meiner Interviewstudie ganz viele junge Menschen gesagt, dass sie das... Varo. Wie? Minecraft Varo. Also das steht für Vanilla Roleplay. Aha. Und da haben sich YouTuber zusammengetan in Zweierteams und dann haben die in einer großen Gruppe sind die auf einem Server gestartet und die Teams haben halt einfach, es war dann, wer als letztes überlebt hat. Und das fanden die krass. Total cool. Oh shit, da kommt wer. Oh. Ah! Hm. Wie ist denn? Mit so einer Hundearmee, das ist ja wohl unfair. Ich habe 2 schon getötet. Kunden, wo bist du denn? Da unten, okay. Na! Wo hängst du denn jetzt? Seven Vega, Alter, 25 Euro, du geiler Typ, dankeschön. So. Der schwarze Tod kommt. Ah, Xili, leider. Xili hat's gesehen, dass der schwarze Tod gerannt kommt. Boah. 55 Punkte hat die Ratte gekriegt. Das kann nicht gut. Oh nein! Jetzt bin ich hier im. Wo bin ich denn überhaupt gelandet? Ja, das ist. Naja, seht ihr das auch mal. Startspawn, ne? Bist du denn hin überhaupt? Wo ist denn diese Höhle, von der du immer redest? Hier unten. Ach, hier. Ja, hallo, sehen Sie. Sie ist hier. Sie prügelt. Auf uns? Wir sind doch mit der Kollateralschaden. Ah! Warum prügelt sie uns? Ich weiß noch nicht, ob ich mein Schwert nutze. Ah! Ich hab hey! Ich in der Hand gehabt. Jetzt der Unschuldige. Ich hab nichts gemacht. Das war tatsächlich ein Originaldialog aus dem Kindergarten. Sie ist hier. Sie prügelt. Ich hab doch nur eine Schippe in der Hand. Hallo. Genau, ich weiß noch nicht mal, wie ich mein Schwert benutze, in der Wikingerschule oder wo. Hilfe, ich bin gestorben. Oh Mann, ihr wilden Tiere, ey, Servin, dankeschön, sehr geil. Ja. Wir müssen sie einmauern. Da unten kommt sie. Okay, ich hab einfach voll Angst. Es ist tatsächlich. Lass mich hier raus, du Penner! Oh mein Gott. Es ist tatsächlich, ihr seid mal. Ich hab voll Angst. Also ich gebe das mal weiter an euch. Also Riker hat 5 Euro auf Ninjas Kopf ausgesetzt. Ja, aber wie? Der zieht eine Goldrüstung an und beschießt einen und ihr totes Pferd steht vor der Tür und guckt uns blöd an. Und ich hab einfach voll Angst. Ich ja, übrigens einmal kurz resümieren. Wir lassen uns hier töten, damit Franz Geld bekommt? Ja. Nein, ihr bekommt Geld, wenn ihr Ninja tötet. Das ist der neue Deal. Ja, aber wie denn? Ja, aber das wie sollen wir dir töten, Franz? Wir sind ausschließlich Full Iron. Ich sag mal so, also das war tatsächlich. Das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. What? Was passiert? Hä? Du bist aus der Welt gefallen. Das stimmt nicht. Okay. Also ich hol mir jetzt TNT und spreng hier alles in die Luft, Leute. Das ist ja ein bisschen doof. Irgendwas stimmt da nicht. Ich wollte nur gerade sagen, also das ist, ne? Jemandem Geld dafür zu versprechen, andere Leute zu töten, obwohl man keine Chance hat. So geht halt Krieg. Also. Ja. So funktioniert das. Ich schmeiß mich jetzt in den nächsten Reaper rein. Ich oh nein, jetzt sind hier die Hühner ausgebrochen. Da kann ich nichts dafür. Ja, Emil. Versuch das weiter einzubringen. Sie wohnen in unserem Haus. Ich kann nicht nach Hause. Ich muss. Ach Gott. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Auch noch. Es hat mich schon wieder angedonnert. Mich auch. Das ist mega, mega. Ich weiß noch nicht genau. Wie hieß das Spiel nochmal? Du hast bestimmt so ein Horrorspiel gespielt.
nicht Slenderman. Der Typ mit der Glocke und so. Ach so, das war dieses Horrorspiel, was ich gespielt habe mit dem Typen mit der Glocke. Dead by Daylight. Ja, so fühle ich mich gerade. Nee, man verliert momentan nicht das Inventar. Stimmt. Oh ja, das ist. Ja, darum ist es mit dem Töten ja auch irgendwie okay und lustig. Ne? Sonst ich überlege, ja, ob ich diese Folge tatsächlich dann jetzt als normale Minecraft-Folge dann veröffentliche und nicht als Minecraft-gediegen. Das ist aber also, wie ist das hier nicht? Ich fühle mich sehr ungediegen gerade. Ich bin sehr unter Druck. Wie oft in deinem Leben hast du dich schon ungediegen gefühlt? 7-mal. Jedes Mal ohne Grund. Außer heute. Das ist aber nicht sehr gediegen. Oh, ja, Fackeln, okay. Marjane, bist du Kölner? Oh, ah, nein! Die prügeln alle auf mich ein, ey. So Leute mit grünen Köpfen und Leute, guck mal, ich hab unsere alte Bastion wiedergefunden. Du kannst dich verstecken. Geil. Hier kann sie nicht rein. Aber ich hab die Tür dreimal auf und zu. Ich hab gar keine Pfeile im Bogen. Ich komm rum. Und dann, ich hoffe, ich führe sie nicht zu dir. Nein, sie hat mich doch schon gesehen. Hat sie? Ach, sei cool. Martian Angel, bist du Kölner? Nee, einfach nur doof. Das ist gemein. Kölner sind gut. Hallo Joker, hallo. Der Polacke? Aber ich muss sagen, das Spiel hat eine ganz neue Qualität, wenn man weiß, dass eine Wahnsinnige rumläuft. Umbringen will? Naja. Ja, ja. Ja, das Gute ist, der Ort, an dem du bist, ne, den kennt ja niemand außer uns beiden. Ja, ich habe sie auf dem Weg gesehen. Deswegen habe ich mich ja versteckt. Und aber sie kann ja auch den Stream sehen. Also es ist, ja, aber sie weiß nicht, wo der Ort ist, wo du... Nein, ich habe sie hier auf dem Weg gesehen. Also aber... da ist noch so ein Booger-Booger-Prinz. Ey, ich weiß, ich habe jetzt schon irgendwie eine Folge verpasst, aber... Haben wir eine Kuh, die aussieht wie ein pfeileschießendes Skelett? Weil die ist auf jeden Fall in unserem Gehege gerade drin. Möglich. Ja, ich meine, wir haben auch goldene Pferde da drin. Also ich... Oh Gott, die prügeln alle so hart auf mich ein hier. Ich gehe jetzt. Oh oh. Weg. Oh. Aua. Hey, die Creeper... Creeper explodieren gar nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, das ist auch kein Feuer, damit die Gebäude stehen bleiben. Jetzt plötzlich Stille. So, keiner redet mehr. Der ist alle ja konzentriert, nicht. Alle Angst. Ja, volles Horrorspiel. Bist du denn? Okay, auf mich zurück. Ach, Stahlkater ist tot. Oh nee, Stahlkater war gar nicht böse. Verzeihung. Da will man einfach nur eine Runde irgendwie Bauklitzen spielen und plötzlich spielen alle wieder fangen. Komisch, da spiele ich Minecraft. Jetzt tauchen ganz viele neue Leute im Chat auf. Hallo, Creeper LP. Erwarte hier bitte ausschließlich MLG-Moves. Das war richtig, ne? So, ne? Ja, was ist denn hier los? Ja, jetzt bist du nach Hause gegangen. Ich mach mir Sorgen, Franz kennt den Weg zurück. Ja, tut mir leid. Der war jetzt aber wirklich nicht schwer. Ich meine, ihr habt Wege gebaut. Ja, möglich wäre natürlich auch, dass ich ausgetauscht wurde. Von Hirnschlürfern. Hm? Marcel? Ja? Guck mal den Stream. Was denn? Ich hab kurz rausgetappt, was war denn los? Du hast Pfeile im Hintern. Ausschließlich im Hintern. Warum denn? Die haben mir ausschließlich in den Hintern geschossen. Wer macht denn sowas? Das Pferd. Das ist ein sehr fixiertes Pferd. Also seriously fast. Oh mein Gott, die sind richtig, richtig, richtig viele Kackscheißviecher. So, ich treib jetzt einfach den Stollen weiter in den. Das ist mir völlig egal, ey. Aber wie lange ist denn eigentlich die YouTube-Folge? Hat das jemand im Auge? Ich hab natürlich wieder nicht aufgepasst. Ich weiß auch nicht. 20 Minuten könnte es auch schon sein, ne? Keine Hintergrund. Doch, Hintergrundmusik müsste es eigentlich geben. Ich höre also die Minecraft-Musik. Ich höre auch keine. Manchmal kommt halt das. Ja, manchmal ne. Ich hab's ausgestellt. Fang zu blöd. Die Rätselinsel, ach, TPI, ja. Da musst du mir aber sagen, wie lang die Folge schon ist. Ich glaube, die ist 20 Minuten lang, oder? Wir treffen uns im Keller. So. Mein Hacke ist kaputt. Habt ihr Wünsche für eine besondere Art des Sterbens? Fragt Ninja. Was? Noch ist hier aber niemand bezahlt. Geh doch mal hoch, guck mal. Wenn
du oh. mir entgegenläufst, die hat jemand in beide Füße? Jemand hat dir von unten in den Fuß geschossen. Was das ist sehr gemein. Was ist denn los mit dir? Die Folge hat knapp 20 Minuten, super. Dann, ja, wird das einfach die neue Minecraft-Folge. Mm, hallo, Monsieur. Und dann machen wir Minecraft gediehen. Aber mit dem, also Ninja, wir verkaufen dich dann jetzt als Gespenst. Mhm. Du bist also, dann die Alte. Also, wenn man das hochrechnet, hat Seven Vega ja für 5 Tode von mir bezahlt eigentlich, ne? Ach ja. Ach ja. Ja, komm, wir bringen dich in irgendeinen Gang, wo keiner weiß, wo du bist. So, stellt euch jetzt mal hier hin, dann mache ich gleich eine Ansage für Minecraft gediehen. So, aber hier endet jetzt erstmal die allerneueste Super-Minecraft-Folge. Ich hatte mega viel Spaß. Wo bist also, du denn überhaupt? Ich stehe direkt neben dir. Nee, das ist doch TBK. Ja, hallo? Ach, da oben, hallo. Da. Hallo, na du. Hallo? So, ich stelle mich jetzt, guck mal hier, ich habe mein Haus gebaut, ich stelle mich jetzt hier rein einfach. So, dann sieht man. Das ist halt deutlich. Ich sag mal so, ich hatte mega viel Spaß beim Aufnehmen dieser Folge. Ich hoffe, ihr auch, liebe YouTube-Menschen, auch die Menschen, die hier live dabei sind, auch. Grüße. Bis gleich. Ne?